Herzlich willkommen. Mein Name ist Iris, dann ist der Familienname. Und ich bin seit 2007 bei der SKB und ich möchte euch gerne über die SKB sprechen. So, was ist die SKB erstmal? Am besten fange ich auch mit dem Datum an, beziehungsweise mit dem Jahr. Wann wurde die SKB gegründet? Schon lange her. 1988, 1989, und zwar von Studenten, die zeigen wollten, dass man die Sprache von Muttersprachlern lernen kann. Das heißt, man braucht nicht unbedingt eine Sprachschule, sondern man wollte die eigene Kultur und die eigene Sprache vermitteln. Das waren also keine Lehrer, das waren Studenten. Und irgendwann haben sie einen Professor angesprochen, denn sie brauchten auch Unterstützung. Und so wurde das Ganze so richtig geboren, sozusagen. Das heißt eigentlich für uns, die Sprach- und Kulturbörse ist keine Sprachschule. Und tatsächlich ist es wichtig, dass man die eigene Mutter- oder Landessprache unterrichtet. Es gibt immer ein Praktikum, denn wie gesagt, das sind keine Menschen, die ihr Studium abgeschlossen haben, sich beworben haben und als Lehrer plötzlich tätig sind, sondern um einzusteigen, muss man noch studieren. Und an einer Berliner Uni zum Beispiel. Und man muss ein Praktikum, ein einsemestriges Praktikum absolvieren. Man hospiziert, man bekommt Fortbildungen. Es gibt auch eine Praktikums-AG, es gibt eine richtige Betreuung quasi. Und ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung, die meisten Mitglieder der SKB studieren tatsächlich irgendwas, was mit Sprachen zu tun hat. Sei es unterrichten, zum Beispiel das, was ich studiert habe, Linguistik und Deutsch als Fremdsprachunterrichten, sei es Literatur, also irgendwie ist das schon etwas, wofür man sich sowieso interessiert. Das ist aber keine Voraussetzung. Wir haben auch Mitglieder gehabt, die immer noch eigentlich Medizin studierten oder studieren oder Mathematik oder Physik oder Informatik. Das gibt's auch. Genau, was ist das Ziel? Das Ziel ist nämlich, das Ziel der SKB ist es, dass wir unsere Sprache, unsere Muttersprache vermitteln. Und dass wir natürlich auch die Möglichkeit anbieten, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen, die eigene Kultur beizubringen, also Begegnungsmöglichkeiten anzubieten. Wie gesagt, die Uni möchte natürlich auch sicherstellen, dass alles glatt läuft, inhaltlich auch. Und deshalb haben wir auch eine fachliche Betreuung. Früher war das der Professor Dr. Herr Steinmüller. Mittlerweile, weil er leider nicht mehr an der Uni ist, ist es der Herr Professor Dr. Rölke. Und dann gibt es natürlich auch administrative Betreuung. Dafür ist Herr Schröder zuständig. Genau, wie sind wir organisiert? Was ist demokratisch? Es gibt immer ein Plenum. Das ist immer am ersten Dienstag jeden Monats. Das war auch gestern zum Beispiel der Fall. Da treffen wir uns alle Mitglieder. Alles natürlich ein bisschen übertrieben gesagt. Aber wir versuchen alle so oft wie möglich dabei zu sein. Es gibt mittlerweile seit der Corona-Zeit auch die Möglichkeit, an Online-Plenar teilzunehmen. Das heißt, manchmal ist es online, manchmal ist es in Präsenz. Gestern war es in Präsenz. Es gibt auch hybride Plenar. Was passiert auf dem Plenar? Wir besprechen zum Beispiel Fragen, die auftauchen, Schwierigkeiten, oder wir haben Pläne, wo wir über die Finanzen der SKB sprechen. Wir heißen auch Praktikanten willkommen. Das Plenum entscheidet. So, wir haben Arbeitsgruppen. Zum Beispiel gibt es die Werbegruppe. Wir kümmern uns darum, dass wir zum Beispiel Flyer haben und Poster und wir gehen durch die Unis, wir plakatieren, wir machen Werbung, per E-Mail auch, zum Beispiel auch auf YouTube oder den sozialen Medien und so weiter und so fort. Wir haben natürlich auch andere Arbeitsgruppen. Für die
Homepage oder für kulturelle Sachen, wie zum Beispiel das Sprachcafé oder die Veranstaltungen, die wir haben. Das zeige ich auch später. Genau, ich, wie gesagt, bin zum Beispiel, ich nehme ich als Beispiel, ich bin seit 2007 dabei. Ich habe damals studiert. Ich bin natürlich fertig seit langem. Trotzdem bin ich weiterhin Mitglied, weil es mir dort gefällt. Das bedeutet, man muss nicht aussteigen, sobald man fertig mit dem Studium ist. Man darf und kann bleiben. Hauptsache, man steigt als Student ein. Denn das ist ein studentisches, ich nenne das mal Projekt. Genau. Was noch sehr wichtig? Wir haben ein Koordinationsteam. Früher waren es 5 Leute, mittlerweile sind es 6. Wir haben keine Hierarchien, also das sind nicht unsere Leiter. Das ist das Team, das uns alle Mitglieder, über 100 Mitglieder aus über 30 Ländern zum Beispiel, koordinieren. Sie organisieren auch die Pläne. Sie kümmern sich um die Finanzen, sie kümmern sich um das Kursangebot, um die Einschreibungen und, und. Meiner Meinung nach ist diese Folie die wichtigste. Vielleicht wollt ihr auch einen Screenshot machen. Ich weiß nicht, wie ihr wollt. Was sind die besonderen Merkmale der SKB? Einmal inhaltlich, wie gesagt, was machen wir? Wir vermitteln Sprache und Kultur. Und auch wichtig, hier geht es um aktive Einbindung und Unterstützung von ausländischen Studierenden. Alle sind herzlichst willkommen und die Kultur und die Sprache von Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, bekommen auch einen besonderen Stellenwert und man kann diese kennenlernen über die SKB. Förderung von Diversität mit allem, was dazu gehört. Vermittlung auch weniger nachgefragter Sprachen. Zum Beispiel, ich wollte immer Persisch lernen und in der SKB habe ich Persischkurse gefunden. Zum Beispiel, es gibt nicht so viele Persischkurse nach meiner Recherche in Berlin. Was haben wir noch? Hindi, Swahili, Thailändisch, sogar hatten wir mal Baskisch. Es gibt sehr viele Sprachen. Strukturell auch wichtig, damit man so ein bisschen versteht, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist ein selbstverwaltetes studentisches Projekt. Das Koordinationsteam koordiniert. Die Mitglieder tragen zum Ganzen bei. Das ist auch sehr besonders, finde ich. Obwohl wir so viele Menschen sind aus so vielen Ländern mit so vielen verschiedenen Hintergründen, gibt es trotzdem ein gemeinsames Ziel, das verfolgt wird. Sehr oft werden wir gefragt, seid ihr die Zentraleinrichtung für Sprachen der TU oder was ist der Unterschied zwischen euch und der ZEMS? Nein, wir sind nicht die Zentraleinrichtung. Bei der Zentraleinrichtung gibt es weniger Sprachen. Es gibt eher die Standardsprachen und da gibt es auch mehr Fachsprachen. Nicht nur, aber auch mehr. Ich habe zum Beispiel früher Französisch bei ZEMS gehabt und da ging es zum Beispiel um Tschernobyl, um solche Themen. Da kam viel mehr Fachsprache rein. Bei der SKB lernt man eher Allgemeinsprache. Seit circa einem Jahr gibt es auch Programmiersprachen langsam ins Angebot. Und die ZEMS vermittelt nicht unbedingt Landeskunde. Und die Lehrer müssen meines Wissens auch nicht unbedingt Muttersprachler sein. Oder sie müssen nicht unbedingt ihre Landessprache vermitteln. Bei der SKB, wie gesagt, schon. Flexible Angebotsstruktur. Angebote werden vollständig über die Gebühren der Teilnehmer finanziert. Ja, auch, wie gesagt, die haben die Einschreibungen. Die TU finanziert nicht die Kurse, sondern die Kursgebühren, die die Teilnehmer bezahlen, finanzieren das ganze Projekt im Prinzip. Interne Prinzipien, wie gesagt, Basisdemokratie, Diversität, Solidarität, methodisch. Neben Sprachkursen gibt es auch andere Angebote,
zur Sprach- und Kulturvermittlung. Wie gesagt, es gibt eine Folie dazu. Inhaltliche und didaktische Orientierung an den Bedürfnissen der Teilnehmer. Klar, wir wollen immer, dass die Teilnehmer gerne lernen und wir wollen sie begleiten. Sie haben ihr Ziel. Natürlich ist es alles nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen, also A1, A2 und so weiter und so fort. Aber wir fragen immer nach Feedback, wir evaluieren. Uns ist wichtig, dass die Teilnehmer das bekommen, was sie brauchen. Sicherstellung der didaktischen Qualität durch Fortbildung der Kursleiter sowie Qualitätssicherungsinstrumente. Es gibt auch die Fortbildungs-AG und es können Externe kommen, die uns fortbilden. Wir selbst können auch Fortbildungen anbieten. Ich habe es gemacht, Kollegen von mir haben es gemacht, andere Mitglieder. Wir entscheiden auch auf dem Plenum zum Beispiel, wie viele Fortbildungen es geben soll, was uns interessiert, was uns wichtig ist und so weiter und so fort. Genau. Sprachangebot der SKB. Allgemein erstmal, es gibt Kurse sowohl online als auch in Präsenz. Es gibt sowohl semesterbegleitende Kurse als auch Intensivkurse während der Semesterferien. Das heißt, während der Semesterferien finden die Intensivkurse statt. Während des Semesters gibt es keine Intensivkurse, sondern Extensivkurse, einmal oder zweimal pro Woche. Genau, wir berücksichtigen auch sprachliche Varietäten. Zum Beispiel, ich habe bei der SKB Spanisch gelernt und mal hatte ich einen Dozenten aus Chile, mal einen Dozenten aus Spanien und da gibt es halt ein paar Unterschiede und darauf wurde schon eingegangen. Uns wurden Unterschiede erklärt, sprachliche Unterschiede, kulturelle Unterschiede. Das Gleiche gilt auch für Portugiesisch zum Beispiel, aus Brasilien oder aus Portugal. Ja, wir haben auch Kurse zu Business-Sprache, Konversationskurse gibt es auch. Ich habe auch Kurse besucht zum Beispiel. Da haben wir Filme gesehen, das war auch ein Spanischkurs. Und über Filme haben wir auch Sprache gelernt, das gibt es auch. Und unser Kursangebot richtet sich an Studenten aus der kompletten Welt. Mitarbeiter von Berliner Unis und der U-Alumni. Die anderen sind quasi extern und dürfen nicht an unserem Kursangebot teilnehmen. Sprachtandembörse ist auch eines der Angebote der SKB. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die ist offen für alle, auch für Externe. Und da kann man kostenlos nach einem Tandempartner suchen. Aktuell, also nicht mehr allgemein, sondern jetzt aktuell, das findet ihr hier rechts, haben wir unsere nächsten Kurse fürs Sommersemester. Das Sommersemester beginnt am 6. Mai und dauert bis zum 26. Juli. Man darf sich, man kann sich anmelden ab, da ist mein Kalender, genau, ab kommender Woche Mittwoch, also ab dem 17. April bis zum 29. April. Und die Einstufung ist online vom 15.04. bis zum 26.04. Sagen wir mal, man möchte einen A1-Kurs besuchen, da braucht man keine Einstufung. Da kann man sich gleich zum Beispiel am 17. anmelden. Hat man schon Vorkenntnisse oder hat man, man fühlt sich unsicher, man hat vielleicht gelernt, aber vor 100.000 Jahren, man weiß nicht, wo befinde ich mich eigentlich? Dann muss man eine Einstufung machen. Hat man einen Kurs im Semester davor besucht oder während der Semesterferien, da braucht man wieder keine Online-Einstufung, weil man die Teilnahmebestätigung hat vom Kurs davor. Das heißt, die Einstufung ist dafür da, wenn man Vorkenntnisse hat und diese hat man nicht im Semester davor bei der SKB erworben. Praktikum. Genau, ich habe am Anfang erwähnt, um in die SKB einzusteigen, muss man ein Praktikum machen. Es gibt eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe, die Praktikanten-AG. Sie betreut die Praktikanten. Während des Praktikums lernt man durch Workshops, durch Hospitationen, durch begleitetes Unterrichten. Das ist quasi die interne Ausbildung.
Es kann sein, sagen wir mal, dass sich jemand als Praktikant bewirbt für eine Sprache, die wir vielleicht noch nicht haben. Kann sein. Oder die Sprache gab es, aber die Person, die die Sprachgruppe betreut hatte, die eine Sprachgruppe kann auch aus nur einer Person bestehen. Die Person ist vielleicht nicht da, warum auch immer, passives Mitglied oder macht eine Pause, weiß ich nicht. Und dann gibt es niemanden aus der Sprachgruppe, die den oder die Praktikanten betreuen kann. In diesem Fall übernimmt das jemand aus einer anderen Sprachgruppe. Dann guckt man, okay, in wessen Kursen würdest du gerne hospitieren oder welche Sprache kannst du besser? Das bespricht man halt mit der Person. Das heißt, es gibt auch Lösungen dafür. Genau. Und das Praktikum ist offen für Menschen, die aktuell Studenten sind in Berlin oder und Brandenburg. Wenn ich zum Beispiel in Kanada studiere, dann, nee, das geht leider nicht. Ich muss in Berlin oder in Brandenburg immatrikuliert sein. Das nächste Praktikum, also die nächste Praktikumszeit, ist vom August 24, also diesen Sommer, bis Februar 25. Und wenn jemand von euch Interesse hat oder er kennt jemanden, der vielleicht jemanden kennt, könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben. Also am Ende zeige ich euch auch die E-Mail. Und einfach Interesse bekunden, unverbindlich erstmal. Oder Fragen stellen zum Beispiel. Ja, wie gesagt, wir haben auch mehr als nur Sprachen. Das ist auch wichtig für uns und das ist auch einer unserer Unterschiede zu anderen Anbietern, sage ich mal, auch zur CEMS, zu Sprachschulen. Wir haben auch kulturelle Arbeit, die wir leisten. Zum Beispiel haben wir das Kulturcafé. Eine Veranstaltung gibt es gleich morgen. Ihr könnt sehr gerne teilnehmen. Unten rechts seht ihr ein Bild. Unsere Veranstaltungen finden nicht unbedingt in den Räumlichkeiten der TU statt. Es gibt auch wirklich Cafés, in die wir gehen und alle Veranstaltungen sind kostenlos. Theaterworkshops gibt es auch tatsächlich. Der nächste Workshop ist am 13.04. Das ist noch diese Woche Samstag. Wir machen auch Partys. Die SKB-Party, die nächste, ist an der Uni. Also alle diese drei Veranstaltungen finden tatsächlich an der Uni statt. Am 26.04. Und es gibt noch viel mehr. Man kann auch sehr viel auf der Webseite der SKB finden. Diese Veranstaltungen sind offen für alle, nicht nur für Studenten. Eure Mama kann mitkommen, die Mitbewohner können mitkommen, die Nachbarn, Freunde, Kommilitonen, alle können mitkommen. Geschwister, egal. Genau, das ist mehr oder weniger die SKB. Wir nehmen auch an der Langen Nacht der Wissenschaften teil. Das Foto ist von der Langen Nacht der Wissenschaften. Und hier unten, wie gesagt, findet ihr die E-Mail. Ihr könnt jederzeit eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse schreiben und eure Fragen stellen, euch über die Einschreibungen informieren, die Kurse, das Praktikum, egal was. Das war's von mir. Gibt's vielleicht Fragen? Die untere Sprache ist eigentlich Deutsch. Es gibt manchmal Leute, die sogar in den Deutschkursen auch, nur da kann man zwischen Englisch und Deutsch switchen. Es gibt manchmal Leute, die kommen und ihr Deutsch ist noch nicht so weit. Da unterstützt man tatsächlich mit Englisch. Es sei denn, das kann ich auch sagen, die Mitglieder der SKB sind sehr mehrsprachig. Nicht einfach mehrsprachig, sondern so richtig. Es ist auch sehr angenehm und sehr lustig. Jetzt eine kleine Klammer. Auf Plena zum Beispiel, wie wir miteinander reden. Alle möglichen Sprachen werden genutzt. Mit der einen Person kann man auf Spanisch sprechen, mit der anderen Person kann man auf Deutsch, auf Englisch, whatever. Also wirklich eine Mischung ist sehr interessant zu erleben, Klammer zu. Das heißt, es kann sein, sagen wir mal, ich nehme mich als Beispiel, das ist immer einfacher. Ich habe einen Menschen aus Lateinamerika in meinem Kurs. Ich habe Spanisch gelernt. Und dann kann ich ganz schnell etwas auf Spanisch sagen, wenn ich sehe, okay, die Person braucht Unterstützung, dann mache ich das ganz schnell auf Spanisch.
Oder natürlich am Ende des Kurses. Aber bis jetzt hatten wir nie ein Problem, dass man sagen kann, okay, die Hälfte der Leute sprachen kein Deutsch, die untere Sprache war aber Deutsch, das hatten wir noch nie. Es waren Einzelfälle, eine Person zum Beispiel, und das war in Ordnung. Aber ja, die Sprache, die untere Sprache ist Deutsch. Andere Fragen vielleicht? Die Kursgebühren kann man auch online finden. Die untere Stunden, also wie viele Stunden ein Kurs beträgt, normalerweise hat man für ein halbes Niveau, sagen wir mal A1.1 ist ein halbes Niveau, A1.2 ist ein halbes Niveau, A1 ist ein ganzes Niveau. Also für ein halbes Niveau hat man in der Regel durchschnittlich 40 Unterrichtseinheiten. Es hängt von der Sprache ab, das meine ich damit, aber normalerweise sind 40 Unterrichtseinheiten. Also eine UE beträgt 45 Minuten. Also die Preise stehen auch im Internet. Und sehr oft bekommen wir auch die Frage, ob wir ECTS-Punkte vergeben oder eine Note. Da sagen wir immer, am besten sollte man das mit der eigenen Uni, mit der eigenen Fakultät besprechen. Denn es kann sein, dass wir eine Note zum Beispiel vergeben, aber die Uni, die Fakultät erkennt das nicht an. Also lieber gleich vorher, nicht bei uns, sondern bei der eigenen Uni oder Fakultät fragen.